Vor nur einem Jahr stand der Aurelia-Sektor vor seinem Ende. Die Schwarmschiffe der Tyranniden hingen über den Welten und säten ihre wilden Kreaturen. Die Tyranniden waren bereit für ein Festmahl. Aber dies sind auch die Rekrutierungswelten der Blood Ravens. Ein Orden der Space Marines des Imperators. Und sie wollten nicht nachgeben. Der Veteran Tarkus trotzte gnadenlosen Alien-Angriffen. So konnten Cyrus und seine Scouts Schwächen bei unseren Feinden ausmachen. Während Avitus seinen Zorn an den Xenos ausließ, stieg Thaddeus auf Feuerflügeln zu ihnen hinab. Und Davian Thule, der als erster durch die Tyranniden fiel, kehrte als mächtiger Cybot von den Toten zurück. Sie führten sie an, Kommandant. Gemeinsam kämpften sie in der Wüste von Calderis, im Dschungel von Typhon und unter den großen Wohntürmen von Meridian. Sie trafen auf einen unerbittlichen Feind und sie siegten. Aber es gibt noch Unerbittlicheres als die Tyranniden. Es gibt immer eine neue Bedrohung. Einst war der Planet Aurelia das Kronjuwel des Sektors. Heimat von Milliarden von Seelen. Dann kamen die Warp-Stürme. Sie beförderten Aurelia in einen neuen Orbit. Umgaben den Planeten mit Eis. Und verschluckten ihn ganz. Tausend Jahre lang hielt der Warp Aurelia in seinem schrecklichen Griff und entließ unsägliche Schrecken auf der Oberfläche. Jetzt ist der Planet zurückgekehrt. Er sollte eigentlich ein Eisball sein. Aber von der Oberfläche kommt ein Signal. Ein Signal der Blood Ravens. Ein Hilferuf.